Einen wundervollen guten Sonntagabend und willkommen zur 245. Folge der Honigwabe. Und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper. Fickloch, Leute! Ja, wir werden heute reden über das Manifest von diversen öffentlich-rechtlichen Mitarbeitern und anderen Medienmachern. Ein Manifest von diversen öffentlich-rechtlichen Journalisten, teilweise anonym, teilweise mit Klarnamen und einem Haufen anderen Leuten aus dem groben Bereich Medien, die fordern, einen radikalen Umbruch zu vollziehen in den öffentlich-rechtlichen und halt in klaren Worten anprangern, was vor allem seit Corona da schief geht. Da sehen die offenbar im Gros den Anfang der Probleme. Die würden wir natürlich irgendwie woanders setzen. Ich denke, das hat auch zu tun mit deren persönlicher Weltanschauung, dass die halt eher so drauf sind, dass die Sachen in puncto Migration, AfD und so, was da an einseitiger Berichterstattung, muss gelinde zu sagen, so passiert ist, noch klar gingen, weil die halt auf derselben Seite waren. Aber darauf kommen wir gleich noch weiter zu sprechen. Interessant fand ich erstmal auf meinungsvielfalt.jetzt, der Seite, wo man das Manifest lesen kann, finden wir im Impressum einen alten Bekannten, und zwar Ole Skambrax. Über den hatten wir gegen Ende der Corona Hysterie berichtet. Ende 2021 hatte er im Multipolar-Magazin einen Artikel verfasst. Ich kann nicht mehr, hieß der. Und dieses Multipolar-Magazin war ja erst letzte Woche Thema, und zwar Hauptthema sogar. Da ging es um die RKI-Files, die Protokolle von den RKI-Treffen, auf denen ja im Endeffekt besprochen wurde, dass die ganze Zeit ein ziemlich klares Bild davon hatten, was eigentlich abgeht und die Bevölkerung belogen haben. Die wurden freigeklagt von Paul Schreier, dem Chefredakteur oder einem der Herausgeber von dem Multipolar-Magazin. Wenn auch noch geschwärzt, momentan klagen sie ja gegen die Schwärzung. Insofern, da schließt sich mal wieder ein kleiner Kreis. Und lustig, als Fußnote für den Anfang, fand ich, dass, wenn man die Adresse der Seite etwas falsch eingibt, wie ich das anfangs getan habe, im Vorgespräch hast du mir einfach gesagt, jo, geh mal auf meinungsvielfalt.jetzt, und ich hatte meinungsvielfalt.net verstanden. Dann kommt man auf folgende Seite. Pornos.cc heißt die, wird man hin weitergeleitet von meinungsvielfalt.net. Dort findet man deutsche Pornos. Wo sonst, ne? Also was sollte jemand suchen, der eingibt meinungsvielfalt.net? Ich fand den Text hier auch lustig, der diese Pornos bewirbt. Suchst du deutsche Pornos zum Gratis-Download? Wer lädt sich Pornos runter, die dein neues Wix-Erlebnis wahrmachen? Dann bist du bei pornos.cc genau richtig gelandet. Mit Niveau schauen sich die besten Pornoclips aus Deutschland gratis an. Warum möchtest du für deine eigene Lust Geld zahlen? Wer tut das, wenn du auch die besten Pornos zum Download angeboten bekommst? Und dann haben sie hier Klassiker wie Oma-Sex mit jungen Burschen, Putzfrau gut gefickt, Mutti in der Küche gefickt und diverse weitere Videos dieser Art. Hallo YouTube-Algorithmus. Aber kommen wir zum ernsthaften Teil, kommen wir zu dem, was eigentlich drinsteht in diesem Manifest. Interessant fand ich erstmal, wie eine Katrin Seibold schildert, das ist eine Ex-Mitarbeiterin im ZDF und in Dreisat, dass es offenbar Leitwölfe gibt. Das ist nichts, was offiziell existiert, aber diese Hierarchien sind wohl implizit klar, die dafür sorgen, dass die Sender grob auf der gewünschten politischen Linie bleiben, also grob auf Regierungslinie und wenn dann halt links davon. Diese Leitwölfe werden klar gemacht den anderen Herdentieren dadurch, dass sie Journalistenpreise verliehen bekommen. Das scheint eine Art Signal dafür zu sein, dass das einer von denen ist, die hier den Ton angeben, die hier sagen können, wo es grob lang geht. Sehr interessant. Nochmal zu dem Bruch der Öffis mit ihren Neutralitätsgrundsätzen, der bei diesen Leuten verortet wurde bei Corona und dann natürlich auch beim Russland-Ukraine-Krieg. Also sie sagen, da ist es losgegangen, dass man enorm einseitig berichtet. Ist ja auch völlig richtig. Also die Berichterstattung während Corona ist vollkommen krank gewesen und die Berichterstattung jetzt bei dem Ukraine-Krieg, ich meine, wir haben irgendwelche tanzenden Anime-Marschflugkörper im Kinderkanal. Also ja, da ist irgendwas im Argen. Ist vollkommen richtig. Allerdings, wie gesagt, ich glaube, die eigene Weltanschauung dieser Leute könnte ein wenig da reinspielen, dass sie vorher Ähnliches einfach nicht wahrgenommen haben. Hier nochmal, was der damalige Tagesschau-Chef und heutige ARD-Intendant Kai Gnifke selber 2017 zur Berichterstattung über die Gegner der Masseneinwanderung sagte. Am wichtigsten aber, wir noch zwischen den Zeilen. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Wir sind Journalisten und keine Lügner. Dass wir aber gerade zu Beginn der ganzen AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden.
Das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben wir, das immer dann noch wie so ein Stigma noch da dran gelegt. Die rechtspopulistische AfD. Also euer Chef, euer heutiger Chef und der damalige Tagesschau-Chef hat zu der Zeit, zu der in eurem Kopf noch alles gut war, schon ausgesprochen, wir wollen, dass ihr die Bitte doof findet. Ne? Das steckt zwischen den Zeilen in jedem Bericht über die AfD, über Pegida, über die Gegner der Masseneinwanderung drin. Interessant finde ich auch, dass sie hier diverse Kampfbegriffe benennen, und zwar die folgenden. Also Kampfbegriffe, mit denen halt ja lächerlich gemacht wird, ausgegrenzt wird und in aggressiver Art und Weise der Diskurs bestimmt wird in den Öffis. Sie zählen dazu etwa Querdenker, klar. Schwurbler, Klimaleugner, also es erschöpft sich nicht in den Themen Pandemie und Putin. Putin-Versteher, Gesinnungspazifist. Und das war's dann. Mir fallen ein paar Worte ein, die in ähnlicher Art und Weise benutzt wurden, die ein wenig geläufiger sind als Gesinnungspazifist, was ich gerade zum ersten Mal höre. Zum Beispiel Rassist, Nazi, Rechtsextremist, Verfassungsfeind. Mhm. Was ist mit all diesen Wörtern? Ist der Punkt, dass diese Wörter eben gegen Leute eingesetzt wurden, die ihr auch nicht mögt? Könnte das sein, warum die hier nicht aufgeführt werden? Oder im Gro? Ne, man kann da nicht über einen Kamm scheren. Das sind ja viele, viele Leute, die den Kamm unterschrieben haben. Die haben sich dann halt auf dieses Papier geeinigt. Ich gehe davon aus, dass halt eine Mehrheit dieser Leute, die diese Dinge nicht kritisch sah oder auf jeden Fall nicht in derselben Weise kritisch sah, weil das halt wirklich die Bösen waren. Und insofern musste man das halt damals so machen. Ne? Jetzt seid ihr halt darunter gefallen. Oder sie trauen sich halt nicht, ne? Weil sie wissen, dass genau das dann der Angriffswinkel wäre. Wenn ich da kurz reingrätschen darf, schon, ich glaube, das ist ein guter Moment. Ne? Da hat nämlich der Journalistenverband direkt angesetzt. Die haben getweetet, nachdem das Manifest veröffentlicht wurde, der Deutsche Journalistenverband fordert die Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die sich im sogenannten Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland anonym zu Wort gemeldet haben, zu Transparenz auf. Und letztendlich geht es ihnen darum, dass sie Namen haben wollen. Und das ist letztendlich auch eine Drohung. Also warum, wenn da genug Leute unterschreiben und die Punkte, die da aufgeführt werden, valide sind, was spielt es für eine Rolle? Ja, welche Leute, da sind ja Leute bei, das erfahrt ihr dann übrigens im Interview mit Kosubek, da sind ja Leute bei, die haben sich irgendwie anwaltlich vertreten lassen, um sicherzustellen, nee, da steht schon eine real existierende Person hinter, die tatsächlich für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet. Aber ich möchte hier nicht mit Klarnamen in Erscheinung treten. Und das hier fasse ich durchaus als Drohung auf. Ja, warum sollte es so relevant sein, wer da jetzt hintersteht? Wenn da mindestens die hinterstehen, die namentlich auftauchen und von den Öffentlich-Rechtlichen sind oder waren und weitere, die sich anwaltlich vertreten lassen und garantiert bei den Öffentlich-Rechtlichen sind. Und obwohl man den Eindruck mit aller Macht vermeidet, irgendwie vielleicht in so eine AfD-Richtung abschwurbeln zu wollen, ne? Hat man dann das, was der Journalistenverband dazu geschrieben hat, also auch in dem Artikel, der dazu gehört hat, aufgefasst als ein in die AfD-Ecke stellen. Dazu dann mal ganz kurz einen Ausschnitt aus dem Interview bei Jasmin Kosubek. Da war eine der, ich glaube nicht Initiatoren, aber Erstunterzeichnerin. Die ist da im Interview, heute früh ist das Video, glaube ich, rausgekommen. Könnt ihr mal reingucken? Ich fand es nicht super interessant, aber die erste halbe Stunde, die fand ich recht gut. Link ist in der Videobeschreibung. Und haben auch mit anwaltlichen Folgen gedroht. Und dann erschien heute, also zwei Tage später, eine klare Gegendarstellung, dass das also niemals in dem Impressum gestanden hat. Das heißt, DJV, so lese ich das, gesteht ein, dass an dieser Behauptung, die sie in die Welt gesetzt haben, überhaupt nichts dran ist. Und sie haben auf wirklich dreiste und infame Art und Weise versucht, uns und vor allem die Leute, die sich eben nicht aus der Deckung trauen, mit der AfD in Verbindung zu bringen. Das ist eine sehr gängige Vorgehensweise, die ich aber bei einem Interessensvertreter von Journalisten wirklich überhaupt nicht vermutet hätte. Und es ist genau die Vorgehensweise, die ja immer allen möglichen Menschen vorgeworfen wird, nämlich zu lügen, zu desinformieren, zu framen. Dass das jetzt vom DJV kommt, sollte auch alle Mitglieder des DJV sehr nachdenklich werden lassen. Ich will hier natürlich auch nicht in unfairer Art und Weise missgünstig werden. Ich will dazu erwähnen, Sie haben an einem Punkt Migration angesprochen. Ein anonymer Mitarbeiter einer ARD-Anstalt hat das getan, in einem Nebensatz halt. Ne? Egal ob Energiepolitik, Corona oder Migrationsfragen etc. Aber dabei bleibt es dann. Und Migration war halt das erste große Ding, wo das so klar wurde. Ne? Wo klar war, die sind Spieler in einem politischen Team, ne? Wo keiner das mehr irgendwie übersehen konnte. Insofern ist das mir immer noch ein bisschen zu wenig.
überhaupt keine Erwähnung in diesem Manifest findet natürlich der ganze Anti-Weiße-Kram. Von denen gab es ja auch vollkommen kranke Beispiele. Ich kann mir hier vorstellen, dass ein guter Teil von diesen Leuten das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Aber Handball, oder? Die deutschen Handballer sind zu weiß. Genau, Sportschau. Ja. Gab es eine Sportschau, Beitrag drüber? Ein völlig unironischer, ich weiß nicht, Interview, Reportage darüber, dass die deutschen Handballer wohl zu weiß wären. Ja, und das ist jetzt keine polemische Verzerrung. Das war mehr oder minder der Titel von dieser Reportage, ne? Weiß und Deutsch wird zum Problem. Genau, das war der Titel. Weiß und Deutsch wird zum Problem. Also die ethnische Zusammensetzung der deutschen Handballer passt ihnen nicht. In einer Kika-Sendung namens Moment wurde ein ähnlicher Tenor getroffen. Hier sehen wir etwa es geht da um, vielleicht mal kurz vorher zu schildern, es geht da um einen Haufen Kinder, rassifizierte Kinder, nicht weiße Kinder, die natürlich die ganze Zeit von Alltagsrassismus betroffen sind. Die erwachsenen weißen Menschen werden da dargestellt als, ja, so eine Art Monster, Gruselfiguren, natürlich in einer etwas kindlich witzigen Art und Weise, aber dennoch, ne, es wirkt halt wie, ja, keine Ahnung, rassische Agitationspropaganda aus irgendeinem absolutistischen System oder so, ne? Hier haben wir mal ein Beispiel, in dem diese schwarze 14-Jährige oder so beim Arzt rumsitzt und da kommt erstmal ein weißer Arzt rein und fragt die halt, wo die wirklich herkommt und so. Der wird dann dargestellt in der Folge als eine Mücke, eine nervige Mücke, also Ungeziefer, das da rumfliegt, das am Ende, ich mach keinen Witz, vergast wird. Am Ende wird der mit einem Anti-Mücken-Spray da getötet, geht dann zu Boden und dann ist wieder alles gut. Also auch da gab es ja absolut kranke Sachen. Allein der BLM-Sommer 2020, ne? Also die Propaganda, die da am Start ging gegen weiße Leute. Auch da hätte man ja einen schönen Vergleich ziehen können zu der Corona-Geschichte. Da gab es ja die große Black Lives Matter-Demo in Berlin. Wir sehen hier nochmal ein Foto davon, wo keine Sau eine Maske getragen hat und alle standen dicht an dicht. Und einen Monat vorher oder einen Monat später gab es die Anti-Maßnahmen-Demo, wo dann getitelt wurde, keine Maske, kein Anstand, keine Scham. Ne? Absolut krank. Das hätte man mal auf die Spitze nehmen können. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall ein Kern dieser Verantwortlichen da halt so altlinke, wagenknechtmäßige Leute sind, die das nicht so sehr auf dem Schirm haben, vielleicht auch nicht so sehr gestört sind davon. Etwa Ulrike Gero hat unterschrieben, das ist ja eine aus dieser Wagenknecht-Blase, so grob. Ja, Leute, die, sagen wir mal so, die mit dem, was an Propaganda vor 20 Jahren noch gemacht wurde in den Öffis, was auch damals schon kein Abbild der Meinung der Bevölkerung war, ne? Auch damals ging das schon stark in eine bestimmte Richtung, die gingen halt damit d'accord und sind irgendwann auf der Strecke geblieben bei der neulinken Revolution. Ne? Sind dann beim Thema Corona auf der Strecke geblieben, beim Thema Russlandkrieg auf der Strecke geblieben und so weiter und so fort. Und deswegen nehmen sie halt erst da wahr, dass irgendetwas nicht stimmt. Und wo ich schon über Gero rede, wenn ihr Name erwähnt wird, das ist ein Gesetz inzwischen in Deutschland, dann muss dieser Clip hier kommen. Ich habe auch wirklich kein Problem, das zu erzählen, vor allem jetzt nach einem Jahr und im Beisein einer Frau. Aber ich bin aus dieser Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide. Ja? Mhm. Also ich hatte einen absoluten Hautausschlag, als ich aus der Sendung rausgegangen bin, was eben auch zeigt, dass es ja zum Teil eine männliche Brutalität war, ja, die da auf mich einging. Absolut, ja? Absolut. Ja. Und ich bin am nächsten Tag zu einer Gynäkologin, die mir gesagt hat, sowas hätte sie noch nie gesehen. Und die hat das fotografiert fürs Lehrbuch. Mhm. Ja? Tja, aber was sind die konkreten Forderungen von diesen Leuten? Sie wollen den Rundfunkbeitrag aufrechterhalten, auch in derzeitiger Form, natürlich, ne? Also alles andere wäre auch etwas radikal für die Leute, die von diesem Beitrag leben. Allerdings wollen sie etwas Bürgerratsähnliches installieren, wo halt, ja, zufällig ausgewählte, repräsentative Stichproben aus den Beitragszahlern dann das Sagen haben und die sollen mehr oder minder diktieren können, was dann im Programm läuft. Auch da frage ich mich, ob sie durchgedacht haben, auf was das hinauslaufen würde und ob sie das tatsächlich wollen. Denn das hieße ja, dass in der politischen Berichterstattung ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel dann AfD-TV wäre. Das wäre die logische Folge davon. Denn ein Viertel bis ein Fünftel, zwischen einem Fünftel und einem Viertel in Deutschland, sind AfD-Wähler. Also ja, die wollen AfD-Themen. Wahrscheinlich, also wenn du nach den Themen gehst, Themen, ja. Also richtig, genau. Ne? Und wahrscheinlich 50% der CDUler, die wollen genau dieselben Themen eigentlich behandelt haben. Ja, und haben auch nicht gecheckt, dass die CDU nicht mehr die CDU von vor 20 Jahren ist und so weiter. Aber die Themen sind eigentlich dieselben, die Leute angesprochen sehen wollen. Also ich nehme fast an, das würde zu einem 40% AfD-Programm verkommen. Ja, exakt. Und was ja base wäre. Wenn wir nach den Themen gehen, bei, keine Ahnung, der Antirassismus-Doku, die ausgestrahlt wird dann mit Scheiß auf Weiße und Alltagsrassismus und so weiter in üblicher Form, die vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung wollen die Scheiße sehen? Ein Zehntel vielleicht?
ein Fünfzehntel, irgendwie in dem Bereich. Ja. Das heißt, danach kommen dann 5, 6 Dokus, die aufarbeiten, wie die Antirassismus-Lobby Arbeit gegen Weiße macht. Ne? Wie die Weiße verpönt machen in der Gesellschaft, die sogenannten Kartoffeln unterbuttern wollen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob die das wirklich wollen, was sie da heraufbeschwören würden. Aber naja, sind wir mal positiv gesinnt. Ich will auch noch mal darauf hinaus, dass in diesem Manifest, wir haben eben schon angesprochen, wie vorsichtig die sind, auch das Wort AfD nicht einmal fällt. Dabei wäre die Berichterstattung über die AfD ja bei weitem das eklatanteste Beispiel über all die Jahre dafür, wie propagandistisch, wie voreingenommen das Ganze geworden ist. Einfach mal als kleines Beispiel, vor ein paar Wochen erst hat Böhmermann in seiner Abmoderation in den Öffis zur Primetime zur systematischen Tötung von AfD- und FPÖ-Anhängern aufgerufen. Bussi und Baba, das war das ZDF-Magazin Royal für diese Woche. Bleiben Sie stabil und kommen Sie gesund durch Aspekte. Und liebe Dreisat-ZuschauerInnen, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Tschüss, bis nächste Woche. Ja, also ein Beispiel, was mir gerade spontan auch gekommen ist, ist die Häufigkeit, mit der AfD-Vertreter in den öffentlich-rechtlichen Talkshows zu Gast waren. Ich erinnere da an die Auswertung der Jungen Freiheit vom letzten Jahr, glaube ich, ja, Februar 23. Und da hatten wir halt 129 SPDler in den ARD- und ZDF-Talkshows, 125 CDUler, 100 Grüne, 67 FDPler, 34 Linke, 2 AfDler. Also es wäre sinnvoll, das auch anzusprechen. Also das muss man eigentlich merken. Man muss ja mit der AfD nicht mal einhergehen und sie gutheißen. Also man muss doch mitbekommen haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Und von da gehört es eigentlich ins Manifest rein. Und um es ganz ehrlich zu sagen, es ist halt feige, sie rauszulassen. Ne? Es ist halt einfach nur, wir sind aber keine von den richtig Bösen. Ne? Egal, wie du das siehst, die Beispiele, die wir hier haben, also Keulen, Nazis keulen, das ging übrigens, oder dem ging eine Sendung voraus, in der eine halbe Stunde lang der Punkt gemacht wurde, dass AfD und FPÖ-Leute Nazis sind. Ne? Also es war vollkommen klar, es ging darin um AfD-Anhänger. Sowas gab es nie bei irgendeinem anderen Thema. Auch das hier, der ZDF-Chefredakteur, der Peter Frey, hat nach der Kemmerich-Wahl mit Stimmen der AfD, also von einem FDP-Mann in Thüringen zum Ministerpräsident, Endstation Buchenwald gesagt. Also wir steuern hier zu auf eine neue Massenauslöschung in Deutschland und hat gesagt, diese Wahl müsse rückgängig gemacht werden, ansonsten fällt die Demokratie. Hier nochmal ein Clip. Thomas Kemmerich, der Landeschef der FDP, hat es provoziert. Mit seiner Kandidatur hat der Björn Höcke, dem Mann vom rechtsextremen AfD-Flügel, die Rolle des Königsmachers angedient. Ob abgekartetes Spiel, Machtwillen um jeden Preis oder unbegreifliche Naivität, Kemmerich hat eine Wahl angenommen, die er nicht hätte annehmen dürfen. Ein Tabubruch, geschichtsvergessen. Denn es war ja in Thüringen im Jahr 1924, als erstmals völkische Abgeordnete einer Regierung zur Mehrheit verhalfen. Die vertrieb zuerst das progressive Bauhaus aus Weimar und bereitete dann den Weg für die Machtübernahme der NSDAP. Endstation Buchenwald. Kann sich Geschichte wiederholen? Die Frage treibt heute Demonstranten auf die Straße und bewegt die demokratischen Parteien. Noch ein schönes Beispiel für die Gewaltaffinität der Öffentlich-Rechtlichen, wenn es um AfD-Personal geht, wäre Magnitz, der vor ein paar Jahren auf das Übelste zusammengelatzt wurde. Also der sah nachher so übel aus, dass man sich dachte, ist eigentlich ein Wunder, dass er es überlebt hat. Der war ein Blutpudding geworden. Der sah so aus, dass wir das Bild jetzt hier nicht zeigen können. So übel sah der aus. Googelt gerne mal danach. Genau, ich blende es jetzt ein. Extra 3 hat damals einen lustigen Tweet dazu verfasst. Wende im Fall Magnitz, Polizei findet Kantholz am Tatort. Ist auch wirklich ein Winkelzug, mit dem man immer rechnen kann, wann immer es so einen Skandal gibt zu Ungunsten der Linken. Sie werden immer sich auf irgendeine unwichtige Nebensache stürzen und dann so tun, als wenn damit der Fall an sich stehen oder fallen würde. Gab es da ein Kantholz? Achso, es gab kein Kantholz, das heißt, der wurde ohne ein Kantholz zu einem Blutpudding zusammengelatzt. Na, dann ist ja gut. Ja, der Tweet ist übrigens, der Screenshot ist von gerade eben, also der Tweet ist nach wie vor online. Ja, da stört man sich kein Stück dran. Gar kein Kantholz, da war ein Streichholz. Also ja, sie hassen die AfD. Sie wollen, dass der AfD, dass AfD-Politikern und AfD-Anhängern Gewalt angetan wird. Sie machen da gar keinen Hehl draus. Insofern, wenn es um kranke Propaganda der Öffis geht, muss dieses Thema vorkommen. Du musst ja nicht mal AfD sagen. Du kannst ja Überbegriff sagen, gegen Rechte. Ne? Gegen Rechte, gegen Nationalisten wird hier in einer absolut kranken Art und Weise gehetzt. Tja, kommen wir zum Fazit. Ich würde es so zusammenfassen, wir haben es hier zu tun, im Kern mit wohlmeinenden altlinken Boomern,
die aber immer noch nicht wirklich über den Tellerrand ihrer eigenen jetzt verpönten Positionen blicken können. Also die Dinge, bei denen sie mitgegangen sind, obwohl die Taktiken da genauso abstrus und widerwärtig waren, gar nicht als das anerkennen können, was sie waren, weil sie halt im selben Team gespielt haben. Das und halt Leute, die aus Opportunitätsgründen, weil sie nicht zu den ganz Bösen gehören wollen, darauf verzichten, diese Offensichtlichkeiten anzusprechen. Tja, das soll dieses Thema mal gewesen sein. Macht euch eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens natürlich nächsten Sonntag wieder live um 18 Uhr an dieser Stelle hier. Bis dann, haut rein und macht's gut.